Ness gegen Dacker. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier, Scouty sagte eben schon, das erste Set gegen Weiße gewinnt man nicht. Bin ich mal gespannt. Es könnte natürlich immer zum Upset kommen. Aber grundsätzlich ist ja, Dakan so ein weirder Char und Weißel ist so nice mit ihm, dass es sehr schwer wird. Aber ja, erster Stock ist immer noch da. Oh, abgebrochen. Auch interessant. Und dann unfassbar viel Schaden. Okay, ja, ist schon wieder so ein bisschen näher rangekommen. Also 73% ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Natürlich jetzt den Stock verloren. Oh, was bedeutet, dass Weiße wieder Damage machen kann. Und das geht immer sehr, sehr schnell. 3. Seed in seinem Pool. Hat aber den 2. upsettet, den von Ice-T. Fuego Elo. Und ja, damit den 2. Seed ergattert, um hier im Winners Bracket anzufangen. Oh! Splash Mage heute viel mit KO unterwegs. Hat jeden Skill 2-Out außer Flora, glaube ich zumindest. Er nimmt zumindest jeden Besieg aus der Flora. So, okay, wir sind immer noch auf dem ersten Stock hier von Weiße. Kaum mehr Prozente bekommen, aber schon 187 hier auf ST. Oh. Okay. Versucht da auf jeden Fall den Grab zu erwischen. Breakdown ab hier. War das gerade der? Okay, Little Breath. Klingt nach schwierigen Inputs. Backflow killt noch nicht. Oh, der Uptail. Okay, also jetzt ein ganzes Stock lead. Heißt, hier muss ich was einfallen lassen für dieses Stock. Oder eben für den Rest des Sets. Sehr interessant. Ich weiß nicht, wovon das ist. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Und der Upsmash. Damit 1-0 für Weiße. Ja. Mal schauen, wie es hier den Counterpick aussieht, ob Ice-T sich da irgendwie was einfallen lässt, vielleicht eine andere Stage oder ja, auf jeden Fall einen anderen Playstyle. Ja, das Problem war so ein bisschen, dass ihn das alles so überrollt hat. Eben das, was Scouty gesagt hat, also das kam halt auch nicht von ungefähr. Von wegen, ja, Dakar ist halt ziemlich unconventional, Beißel ist ein ziemlich schneller Spieler, ziemlich cleaner Spieler. Und da ist natürlich schwer, das erste Set zu gewinnen. Bleiben auch auf Small Battlefield. Okay, geht raus. Das ist schon deutlich mehr Even hier gerade. Oh, schön! Offstage gegangen. Gerade macht Ice-T das sehr gut. Macht hier ordentlich Damage schon auf dem 2. Stock.
Scheiße, muss ich jetzt irgendwie den Kill bekommen. Um dieses Game noch im Rennen zu bleiben. Oh. Schön. Nice. Hat die Dose ihn mitgezogen. Oh, okay. Das sah schon wieder aus wie 50% Combo, aber weißt du, irgendwie den Grab nicht bekommen. Okay, schon auf Smash. Und da muss Ice-T schon vorsichtig sein. Wird hier von Beißer und der Dose belagert. Oh, okay. Oh, schöner Spike. Da hat Beißer wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass nach der Aerial noch was kommt. Und jetzt wieder die Chance für Ice-T ordentlich Damage zu machen. Oh. Hä? Da habe ich jetzt nicht. Leider SD. War zum Glück bei hohen Prozenten, also nicht allzu schlimm. So, jetzt bin ich wieder am Start. Ein schöner Upsmash. Und Ice-T holt sich hier tatsächlich den Ausgleich. Sauber. Ja, also. Schön adapted. Stage ist dieselbe geblieben. Daran lag es also nicht. Und schön runtergespielt, ja. Na, dann wird das hier ja doch noch ganz schön spannend. Das ist tatsächlich noch Top 12, das heißt Best of 3. Das heißt, das nächste Game entscheidet schon. Es wird also noch mal spannend hier. Ja? Okay. So. Und in den ersten 10 Sekunden schon so viel Damage gefressen. Oh oh. Okay. Ja, das ist ein schneller Start hier gerade. Die Weiße. Kommen einfach Projektile von jeder Seite. Ja, man sieht auch, also. Man sieht, den Downhill, diese Turnaround-Downhills sind noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Da gab es schon 2 oder 3 Möglichkeiten, da ordentlich Damage zu machen, bevor die in die Combo gedroppt wurde bei ST. Der jetzt auf jeden Fall ein Comeback starten muss. Aber bisher hat er ja auch keine Probleme gehabt zu killen. Und im zweiten Game nicht. Wow, das ist ja eine so starke Abwehr, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. 120, okay, interessant. Und damit ist es wieder ausgeglichen und Ice-T startet direkt mit einer guten Combo. Nice. Schafft es auch immer gut zu interrupten. Das trifft nicht. Oh, sehr aggressiv. Verliert Stage Control dadurch. Breakout-Performance, ja. Es ist alles komplett offen gerade noch. Selbst wenn jetzt irgendwie Beißel, lol, den Kill holt. Wir haben gesehen, Ice-T kann gut gimpen zum Beispiel, kann auch mal bei Early 100% killen.
noch durchgerollt. Back throw. Oh. Oh, das wird knapp. Oh, und kein Tag. Und damit die Führung für Eistee hier gerade. Und direkter Ausgleich. Okay. Stark. Das ist ein gutes Set hier. Okay, erstmal. Oh, gedroppt. Ja, das. Den Downtilt verstehe ich nicht so ganz. Kann man den unendlich hart spammen? Dass der super viel Damage macht. Okay. Und noch eine. Ja. Gerade ist Spicer wieder so ein bisschen hinter der Dose, aber Eistee macht echt guten Druck gerade. Sehr guten Druck. Die Dose ist gerade weg, also bringt Weißel doch immer wieder mal in eine Position, in der er sich überhaupt nicht wohlfühlt. Aber so langsam, ja, zieht sich hier die Schlinge zu. Nur für wen, wissen wir noch nicht. Aber so langsam können beide killen. Oh! Oh! Und das 2-1 für Eistee! Mit einer nicen Combo am Ende! Stark! Und tatsächlich hier der Upset. Eistee gewinnt gegen Beißel. Stark. Sehr starke Leistung hier gerade und ein sehr nice Set. Wow, okay.